Facebook, Twitter und Co. haben es möglich gemacht, das Phänomen Shitstorm. Viele glauben, dass dahinter der geballte Volkszorn und Massen an Menschen stecken. Doch meine Kollegen Diana Kolotzik, Markus Pohl und Lisa Wand zeigen Ihnen, Rechtspopulisten haben im Internet virtuelle Trollfabriken aufgebaut. Gezielt organisieren hier wenige Hetzkampagnen gegen Politiker oder Medien und inszenieren sich dabei als Volkesstimme. Eine deutsche Familie in einem Schlauchboot auf der lebensgefährlichen Flucht nach Afrika. Denn in Europa regieren die Faschisten. Der Film Aufbruch ins Ungewisse lief vor 2 Wochen im Ersten. Sicher streitbar, am Ende aber doch nur ein Film. Doch noch während der Ausstrahlung bricht auf Twitter schon ein Sturm der Entrüstung los. Unter dem Hashtag Aufbruch ins Ungewisse wettern nicht nur prominente AfD-Politiker gegen angebliche Staatspropaganda. Hinzu kommt eine große Zahl an Tweets, oft mit rassistischen Fotomontagen, die von Profilen ohne Klarnamen verbreitet werden. Es wirkt wie ein Aufstand der Massen. Der Datenanalyst Luca Hammer aber ist auf ein merkwürdiges Muster gestoßen. Er hat untersucht, welche Nutzerkonten, also Accounts, an dem Twitter-Sturm beteiligt waren. Auffällig ist grundsätzlich, dass eine kleine Gruppe an Accounts besonders viele Tweets zu diesem Thema abgesetzt hat. Es ist einfach klar, dass diese Accounts sich vorab verabredet haben, dass sie vernetzt sind und bestimmte Botschaften gesetzt haben. Wir sehen uns diese Accounts genauer an. Immer wieder stoßen wir auf ein Schlagwort: Reconquista Germanica, die Rückeroberung Deutschlands. Dahinter steckt ein rechtes Netzwerk, organisiert in einem abgeschotteten Bereich im Internet. Wir finden einen Insider aus der Gruppe. Er hat Angst, erkannt zu werden. Und erzählt uns, dass die rechten Aktivisten gezielt die Öffentlichkeit manipulieren wollen. Sie versuchen in sozialen Medien die Meinung der Leute zu beeinflussen, indem sich jeder eine große Anzahl Social-Media-Accounts macht, also massenhaft Fake-Accounts. Eine Person gibt vor, hunderte Personen zu verkörpern. Ein Bildschirmfoto des geheimen Chats der Gruppe beweist, auch im Fall des ARD-Films hat sich das Netzwerk verabredet, um mit falschen Twitter-Konten gezielt Stimmung zu machen. Was wie massenhafte Empörung wirkt, geht also in Wahrheit nur auf wenige Nutzer zurück. Die rechte Trollarmee ist straff organisiert, wie die Mitschnitte vom Server der Gruppe zeigen. Zugang gibt es nur für Auserwählte. Im Wehrmachtsjargon teilen sie sich hier in Fronten und Heeresgruppen auf. Es gibt Generäle und Offiziere, die Sturmtruppen kommandieren, per Tagesbefehl. Gezielt versuchte die Gruppe schon im Bundestagswahlkampf Einfluss zu nehmen, die Mitschnitte aus ihren Sprachchats belegen. Guten Abend. Grundsätzlich wisst ihr wahrscheinlich alle inzwischen, dass wir vorhaben, ja, sowas wie Trollstürme durchzuführen. Einfach um alle Parteien, die so im Bundestag sitzen, möglichst kaputt zu schießen und im gleichen Zuge natürlich auch versuchen wollen, andersherum der AfD möglichst einen größeren Stimmenanteil zuzuschustern. Dafür verbreitet Reconquista Germanica massenhaft AfD-freundliche Fotomontagen, sogenannte Memes. Und während des TV-Duells twittert das Netzwerk mit seinen falschen Profilen das Schlagwort Verräterduell. Eine typische Strategie, sagt der Rechtsextremismus-Experte Alexander Häusler. Diese Leute sind in Wirklichkeit nicht in der Mehrheit, sondern in der Minderheit, aber versuchen sich mit diesen Methoden über soziale Netzwerken als vermeintliche Mehrheit im Sinne eines Volkswillens, eines angeblichen Volkswillens darzustellen. Aber wer steckt hinter Reconquista Germanica? Sogenannter Oberbefehlshaber ist ein Nikolai Alexander. Wer sich dahinter verbirgt, ist unbekannt. Ein Interview lehnt er ab, aber er schreibt uns. Wir pflegen sehr gute Kontakte nach Russland. Ohne russische Unterstützung wäre das Projekt in dieser Form wohl nicht möglich gewesen. Haben russische Stellen also über Reconquista auch versucht, den deutschen Wahlkampf zu beeinflussen? Unsere Nachfragen dazu bleiben unbeantwortet. Was wir aber auf dem Reconquista-Server finden, sind bekannte Rechtsextremisten. Etwa Frank Krämer, Musiker der Neonazi-Band Stahlgewitter. Oder den Österreicher Martin Sellner, Kopf der Identitären, einer völkischen Bewegung. Und dann stoßen wir auf den Jungpolitiker Lars, Gefreiter mit VIP-Status und AfD-Mitglied.
Wir finden heraus, um wen es sich handelt. Lars Steinke, Vorsitzender der Jungen Alternative Niedersachsen und Mitarbeiter in der AfD-Landtagsfraktion. Hat auch er bei den Täuschungsaktionen mitgemacht? Ich habe keinen Fake-Account angelegt. Okay, aber Sie waren in so einem Netzwerk, wo das auf jeden Fall ausgesprochenes Ziel war. Ja, wie gesagt, mein Ziel war, damit die AfD eben in einem neutraleren, besseren Licht dastehen zu lassen, dass die Leute auch mal eben andere Perspektiven erfahren. Das war mein Ziel von dem Ganzen. Wenn andere da eben auch noch da übertreiben oder das noch weiterziehen, ist es nicht mein Problem. Steinke steht nicht allein. In dem uns vorliegenden Mitschnitt des Servers ist als VIP auch ein Yannick vom Arkadi-Magazin eingeloggt. Leitender Redakteur des neurechten Arkadi-Magazins ist Yannick Noé, Chef der Leverkusener AfD. Von seinem Anwalt lässt uns Noé ausrichten, er sei tatsächlich bei Reconquista gewesen, aber nur ein einziges Mal, um dort ein Interview zu geben. Bei der AfD im Bund bestreitet man offizielle Kontakte zu Reconquista Germanica. Auf unsere Anfrage heißt es: Wir lehnen generell Stimmungsmache über Fake-Accounts ab und verwehren uns dagegen. Bei Jungpolitiker Steinke ist das offenbar noch nicht angekommen. Shitstorms sind ja nicht irgendwas Neues, was von rechts erfunden wurde, sondern was ich auch selber schon erleben durfte, was von links auch genutzt wird. Und zwar nicht zu wenig. Und dementsprechend, wenn die andere Seite es benutzt, dann muss es sich nicht wundern, wenn wir es auch benutzen. Als wäre das alles ganz harmlos. Unser Informant dagegen berichtet von einer zunehmenden Radikalisierung. Manche haben sich da schon so hineingesteigert, dass sie sich auf einen Bürgerkrieg vorbereiten. Und es wird ja auch offen dazu aufgerufen, sich zu bewaffnen. Offiziell nur, um sich vor Kriminellen zu schützen und auf das Schlimmste gefasst zu sein. Aber das ist definitiv ein Grund zur Sorge. Vor kurzem wurde das Reconquista-Forum vom Serveranbieter gesperrt. Die rechten Trolle aber sind schon weitergezogen. Auf einen neuen Server.